So, herzlich willkommen beim neuen Adventure von mir. Ich bin Zombie. Und bevor dieses Adventure anfängt, erstmal eine riesige README-Datei, die ich jetzt hier schnell vorlesen werde, damit ihr auch alle verstehen, warum ich was tue in diesem Adventure. Und ja, also, this is my second Adventure Map. Dafür, also nicht von mir gemacht, so ich lese nur vor. The first being the Wizard Bergmont. There are in-game signs telling you to read the included notes. This time around, there are no walls of text. Hooray! Playtime should take, also 45 Minuten bis 60 Minuten sollte es dauern, bis ich durch bin. Es kann mit ein bis zwei Spielern gespielt werden. Ich spiel's alleine. Es sollte auf einfach gespielt werden. Werde ich auch probieren. Es sind sehr viele Goldbahnen in dieser Karte versteckt, die ich soll versuchen, alle zu finden. Regeln sind, ich soll keine Blöcke zerstören. Außer Clay, Holz, Gold, Diamant, Blätter und Glowstone. Okay. Ich soll keine Brücken bauen mit anderen Blöcken. Gehört zum Puzzle dazu. So. Und es steht noch da, wenn ich nach Hinweisen suchen will, sollte ich nach Redstone-Fackeln Ausschau halten, nicht aushalten. So. Gut. Dann gibt's noch eine Datei, das war die Story. Es ist irgendwie Hungersnot und so weiter. Und ich versuche den Baum des Lebens zu finden, um wieder Hurra, Hurra, Frieden herzustellen. So, ansonsten kann ich noch sagen, ich benutze das Gerudoku Zip Adventure Map Hack, weil es dazu vorgeschlagen war, dass es perfekt dazu passen würde. Und dieses Mal werden wir nicht wie angekündigt bei Miner's Edge, was hier schon oben klebt, als der Spanier spielen, das machen wir irgendwann anders. Wir spielen als, ja, ich spiele eine Art Roleplay. Wir spielen als Professor Baton, der überhaupt nichts mit Professor Layton zu tun hat. Ganz genau. Den werden wir spielen. Schön mit Monokel, Zylinder, fast wie mein Profilbild. Diesen netten, lieben Herrn werden wir spielen. Er wird sehr seltsame Wörter benutzen zum Sprechen. Ansonsten wird er relativ normal reden. Fast wie ich. Vielleicht ein wenig aufgedrehter. Aber na gut, dann fangen wir doch mal an. Ah, hallo, meine lieben Freunde. Schön euch zu sehen. Ich bin's, Professor Baton, und ich muss den Baum des Lebens finden. Mein Volk steckt in einer schweren Hungersnot, und wir werden auf jeden Fall versuchen, diesen ominösen Baum zu finden. So, was gibt's denn hier? Look for Redstone Torches for Hints. Ah, okay. Ja, das kann ich noch verstehen. Diese roten Fackeln sollen mir also Hinweise geben. Als bräuchte ich Hinweise. Also, ich bin Professor Baton. Aha, okay. So, dann müsste ich aber noch kurz hier sowas umstellen und jetzt sollte es besser gehen. Dann lesen wir als erstes mal die Note Nummer 1. Dann schauen wir mal, wo haben wir die Note Nummer 1? Dort haben wir Note Nummer 1. Gather all the supplies you need and climb the ladder to the ship's deck and see where you need to go. The land you arrived at has, was war, Entschuldigung, warte, oh Gott. The land you have arrived at has a mix of ruins, some old, some not as old. Gut. So, okay. Klingt ja interessant. Dann, oh, wir werden ja ganz schön hier ausgerüstet. Da sieht man ja unsere ganzen schönen Klamotten gar nicht. Das mag mir ja schon fast gar nicht gefallen. Aber egal. Also, bevorzuge, glaube ich, sogar noch meinen Anzug. Aber es müssten ja relativ viele Gegner kommen, wenn ich schon so eine riesige Ausrüstung bekomme, gleich am Anfang. Schauen wir uns doch mal an. Naja, ich möchte nicht als Samurai rumlaufen. Vielleicht später. So. Was wäre denn hier drin? Was zu so viel Essen? Das kann doch. So viel Schaden werde ich doch niemals im Leben bekommen. Egal, ich nehme einfach mal die Äpfel mit. So, das wird mir ja schon reichen. Und, oh, okay, ich krieg sogar noch eine bessere Rüstung. Dann nehmen wir noch die bessere Rüstung mit. Eine Ritterrüstung. Sehr ominös. Soll mir aber recht sein. Gut. Die Fackel nehmen wir auch nochmal mit und noch ein zweites Bett. So, jetzt denke ich, sollten wir gewappnet sein, uns in den Kampf zu begeben, um herauszufinden, wo der Baum des Lebens sich denn versteckt hält und wie wir unserem Land damit helfen können.
Ich sehe mich aber kurz noch einmal hier auf dem Schiff um, da ich vermute, hier könnte noch einiges versteckt sein, was wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Hoffe ich. So, hier ist eine rote Fackel. You will be the captains. You complete allow the quarters once you. Was? You will be the captains. You complete allow. Ach so. Ah ja, die Schilder sind zu schräg geschrieben. You will be allowed into the captain quarters once you completed your quest. Okay, das werde ich ja noch schaffen. Sobald ich meine Aufgabe erledigt habe, dürfte ich also dort rein. Muss ich dann etwa nochmal hierher zurückkehren? Boote gibt's unten. Okay. Ah, hier ist ein kleiner Anlegesteg. Take a boat and follow the markers. Jawohl. Das werden wir ja sofort ausführen. Um. So. Ich denke mal, die Zeichen sind deutlich, wo lang wir sollen. Ich würde einfach mal diesen Steinsäulen im Meer folgen. Ich bin ja schon gespannt, wo meine Crew überhaupt hin ist. Ich bin ja irgendwie ganz alleine auf dem Boot gewesen. Hat sich wohl komplett versteckt. Das ist eine rote Fackel. Das heißt doch, hier dürfte etwas sein. Schauen wir nochmal kurz nach, ob vielleicht sich hier irgendwie im Wasser oder sowas vielleicht ein Schatz befindet. Ich bin gespannt, was es von mir möchte. So. Aha. Ist das? Nein, das ist nicht Clay. Dort ist was. Okay. Jetzt müssen wir nur noch einen Eingang finden. Moment. War hier unten Clay? Ist das Clay? Nein, das sind auch Steine. Ich bin verwirrt. Okay. Scheinbar soll mir dieser Schatz auch nicht gegönnt sein. So, kurze Anmerkung hier. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr eine Möglichkeit gesehen habt, wie ich da reinkommen würde. Ich glaube nämlich, es gibt keinen Weg. Aber es müsste einen Weg geben, und das ist ja eindeutig kein Clay. Das ist Obsidian. Das soll ich ja wohl kaum kaputt hauen. Ich darf hier nur Clay zerstören und Holz. Und ja, hier ist ja nichts, was ich wirklich. Na gut. Ich werde mich vielleicht noch ein wenig hier auf dieser Insel umsehen. Einfach nur, um sicher zu gehen, nicht, dass hier irgendwie vielleicht doch ein Weg ist. Aber ganz weit und versteckt. Hier treiben sich ein paar Tiere rum. Das soll mir aber jetzt keine Angst machen. Eine schöne kleine Insel. Vielleicht werde ich mir dort ein Haus bauen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall denke ich, wir sollten an diesem Punkt zu unserem Boot zurückkehren und unsere Fahrt fortsetzen. Dabei, obwohl ich hier unten jetzt den Zombie gehört habe, was mich schon wieder etwas mehr verwirrt. Vielleicht eine Höhle. Oder ist hier vielleicht unten Kies? Ne, hier ist auch kein Kies. Na gut, dann fahren wir mal weiter. Kann ja nicht mehr weit sein, bis wir endlich angekommen sind an unserem Ort der Bestimmung. Was für wunderschöne Berge. Und diese Bäume. Wie sie wachsen. Ein wirklich schönes Tal. Dort oben, ein zerstörter Turm. Ich denke, wir müssen dorthin. Waren wir einen Unfall. Hurra. Das Boot hat's aber überstanden. Okay. Ja, sieht so aus, als müssten wir hierhin. Folgen wir einfach mal dem Weg zu diesem Turm und werden ihn analysieren, um herauszufinden, ob hier vielleicht irgendetwas Wertvolles zu finden. Was ist das denn? Ah, das ist Clay. Ah, ein Geheimgang. Okay. Dann schauen wir doch mal in diesen Keller hier runter. Read Note Number 2. The note is obviously written by the prisoner kept in this dungeon. It's written in charcoal on brittle old paper. I've heard the guards talk about some tree that grants long life. They believe it is at the end of an underground temple. I've also heard them talk about strange lights from sunken ruin in the lake.
They say the best view is from the top of the tower. Aha. Geheime Tempel. Baum des Lebens. Ja, auf jeden Fall schon mal die ersten Anzeichen des Baum des Lebens gefunden. Werden wir uns wohl gleich auf die Spitze des Turms begeben. Moment, habe ich jetzt die Truhe geöffnet oder nicht? Ich hab's jetzt gerade nicht umrissen, ob ich es getan habe oder nicht. Schauen wir nochmal nach. Oh nein, wir haben sie vergessen zu öffnen. So. Nehmen wir die Kohle auf jeden Fall mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber hey, wir haben eine Redstone-Fackel, die wir auch nicht brauchen. So, dann auf nach oben. Uns soll ja nichts im Wege stehen. Bei diesem grandiosen Abenteuer. So. Ich sehe dort hinten Fackeln. Ich glaube, wir sollten uns dort drüber begeben und erstmal versuchen herauszufinden, ob dort... Ah, hier ist der Weg. Ja, sieht richtig aus. Habe ich ja wieder exzellent gelöst. Grandios. Und dort leuchtet es im Wasser. Kürbisse. Okay. Na, schauen wir mal, was hier in diesem Sandsteingebilde steht. The prisoner thing about light. Also, nee. The prisoner mentioned some thing about underwater lights. Maybe you should take a swim and have a look. Vielleicht sollte ich in das Wasser gehen und dem Licht folgen. Das könnte mir vielleicht weiterhelfen. Sieht sehr mysteriös aus. Ich meine, wer tut Kürbisse mitten im Meer auf Sandstein bauen? Also, habe ich ja nicht so oft gesehen bisher. Wirkt deswegen auch leicht verdächtig und es sieht aus, als wären wir jetzt am Eingang einer riesigen Halle von einer Ruine. Dann werden wir uns doch mal dort hinunter begeben und versuchen, nicht zu ertrinken. Was mir, glaube ich, leider gerade sehr misslingt, weil ich in der Decke hänge von wegen Strömung. Und tot. Oh nein, wir sehen uns gleich hier wieder. Meine Fresse, ich bin zu dumm zum Tauchen. Ich schwimme ja auch gerade durch diesen ganzen See durch. Hätte ja doch mal davor auftauchen sollen. Nein, ich natürlich nicht, weil ich denke, da wird schon Luft für mich sein. Nö, also bis gleich nochmal. So, wir sind schon wieder hier beim Turm angekommen. Brauchen hier nur noch ein kleines Stück, bis wir wieder am Tempel, in der Ruine angekommen sind. Ich wollte euch auf jeden Fall das nicht verpassen lassen. Falls jetzt ja da Nacht ist, ein paar Monster auf unserem Weg auftauchen sollten. Wie diese dämonische Bestie. Was möchte sie von mir? Sie macht mir Angst. Ich fliehe einfach in das Wasser. Dieses Mal aber an der Oberfläche. Einfach nur, damit ich Luft habe. Es kam mir vor, als wäre ich hier schon mal gewesen. Und ertrunken? Aber das ist ja nicht möglich. Als hätte ich mehrere Leben. Wir sind hier nicht in einem Computerspiel. Das ist die komplexe Realität. In der drei Schweine dort hinten auf einem pixeligen Berg stehen. Sowas gibt es nur in der Realität. Okay, ich glaube... Da liegen ja einige Sachen, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Und da sind ganz viele Truhen, die ich gerne auch noch untersuchen möchte. Schwimm nach oben, schwimm nach oben. Wieso ist mein Inventar voll? Ah, weil ich die Äpfel nicht mehr stapeln kann. Schön. Schön, schön, schön. Dann essen wir erstmal einen. Falschtaste so. Und, wow. Okay, das wird jetzt ein wenig umständlich. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt habe ich langsam gerade die Geduld verloren. Ich werfe jetzt die ganzen Äpfel in die Ecke und so weiter. Bla. So, jetzt durchsuchen wir noch schnell die Truhen. Hier wäre ein wenig Sand. Sand. Und wir ersticken mal wieder. Wahnsinn. Wir haben hier wirklich so viel Zeit, hier alles zu durchsuchen. Es ist einfach ein Fisch. Haben wir genügend. So, such nochmal die... Ich glaube, hier befindet sich... Ich will schauen, ob vielleicht doch ein wenig Gold hier... ein Goldbarren. Das hat sich ja schon mal gelohnt. So, da leider nichts. Okay. Dann würde ich jetzt meinen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle, während wir wieder ertrinken. Ich habe mir auch schon ein Bett hingebaut, dort werde ich mich schlafen legen. Bis zum nächsten Mal, euer Zombie.